Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen 1 gegen 1 Time to Troll, heute Trundle gegen Pantheon. Entschuldige mich dafür, dass die Aufnahme jetzt so spät angefangen hat, aber irgendwie wollte Fraps da nicht früher starten. Und ja, muss gleich mal gucken, wann wir da reingekommen sind. Aber ansonsten sehen wir jetzt hier nochmal eben kurz, ich plansch mit Trundle gegen Pantheon. Und ja, Pantheon ist natürlich ein mieser Hund im 1 gegen 1, deswegen nehmen wir hier mal Tränke mit. Trinket braucht kein Schwein. Und ja, Pantheon, der kann das natürlich poken ohne Ende. Trundle, habe ich keine Ahnung, wie man den spielt. Habe ich auch einmal bis jetzt gespielt, als der mal free to play war. Da habe ich den mal gespielt, aber wir gucken jetzt mal eben hier rein. Also wenn in der Nähe eine Unit stirbt, kriegt er 2% Leben, seines maximalen Lebens. Okay, jetzt gucken wir mal, was er hat. 80, okay, das Gute, er hat nur einen Pot, er hat keinen Mana, sehr schön, das ist sehr gut für uns. So, hier, das ist der Biss, genau, muss ich mal gucken, macht 20 plus 78, 100% des ADs also. Okay. Okay, okay, hier ist der Attack-Speed-Buff, genau, hier ist der Stein, okay, ja. Und die Ulti entzieht 20% Missing. Ah, okay, ja. Maximum Leben und dafür, ja, genau, super. Ja, dann müssen wir jetzt gleich gucken. Wie gesagt, ist hier First Time Trundle Reno für mich. Aber das wird schon passen. Den Vorteil, den wir jetzt gerade haben, ist, wir sind ziemlich tanky, wenn wir jetzt mal die Daten vergleichen hier. Wir haben mehr Armor und wir haben fast genauso viel AD, obwohl er eine Dorans Klinge gekauft hat. Ich werde als erstes den Q hochmachen, müssen wir mal gucken, ob ich vielleicht gleich den E einwerfen muss, damit wir da ein bisschen Abstand. Wir gucken einfach mal. Wir lassen ihn jetzt natürlich hier erstmal ein bisschen machen. Vielleicht kaufen wir gleich noch ein Dorans Schild. Muss mal gucken. Genau so funktioniert der, das Beißen. Schön. Ich wollte jetzt nochmal eben einmal gucken. Müssen natürlich jetzt aufpassen. Er wird natürlich jetzt hier versuchen, uns zu harassen. Ist auch gut so. So sollte er auch spielen. Deswegen bleiben wir einfach ein bisschen weiter hinten erstmal und gucken, dass wir da ein bisschen Level kriegen. Early Game von Pantheon ist natürlich ziemlich, ziemlich stark. Vor allem der Poke. Ich will mal ein bisschen Mana von ihm da am besten. Genau. Lol, ich habe das Creep gar nicht anvisiert. Ich wollte ihn haben. Eigentlich wollte ich ihn da harassen, aber irgendwie hat das mit dem Smartcast auf das Creep gezogen. Wir lassen ihn jetzt hier schön pushen und gucken mal, dass wir jetzt hier ein bisschen die Last Hits bekommen. Ist natürlich jetzt... okay. Muss natürlich ein bisschen gucken, wie gesagt, Champion noch nicht so gespielt bis jetzt. So, zack, den wollte ich haben. Er hat jetzt gleich keinen Mana mehr, das ist ganz gut. Ich schmeiß mal noch einen Trank rein. Ich nehme einen Heiltrank, weil wir Mana eigentlich noch genug haben. Er hat jetzt seinen Stun wieder. So, wir machen unseren Speedbuff hier auch einmal. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier läuft. Das Problem ist halt, wir haben gar nichts an Range. So, auch hier auf dem Beißen, das ist wirklich keine Verlängerung von unserer Range. Oh lol, ich hänge in den Creeps. Gut, wir haben seinen Ignite, haben wir. Neuesten Heiltrank rein. Er hat so gut wie gar nichts mehr. Sein Ignite ist weg. Wir warten jetzt erstmal ab, dass unsere Heiltränke da noch ein bisschen nachkommen. Und ja, werden dann gleich noch ein paar Pots reinwerfen. Den will ich haben. Oh lol, das ist ein bisschen blöd, dass das so gar keine Auto-Hit-Verlängerung ist. Ich level den natürlich. Werf noch die beiden Heiltränke rein. Versuche ihn jetzt erstmal ein bisschen aufzuhalten. Wir haben jetzt gerade den Vorteil hier. Und den will ich natürlich ein bisschen ausnutzen. Ah, jetzt in der Base also. Hauen wir jetzt rein. Dass wir hier ein bisschen Farm kriegen. Vom Farm her sind wir gleich, obwohl wir so verschnudelt haben am Anfang so viel. Versuche jetzt hier noch ein bisschen Farm rauszuschlagen. Und dann gehen wir in die Base. Ich muss mal gleich gucken, was wir gleich kaufen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Weil wir doch ein bisschen defensive brauchen werden. Zack. Ja. Lol, den habe ich nicht gekriegt, schade. Aber da der Farm kann jetzt erstmal kaputt gehen, wir gehen jetzt schnell in die Base. 19 Farmen. Er muss natürlich, er hat jetzt weniger Farmen, aber hier stehen ja jetzt auch noch, keine Ahnung, 7, 8 Creeps, die er haben könnte. Wir kaufen auf jeden Fall jetzt am Anfang. Nee. Ich kaufe ein Doran-Schild. Komm, hell, ein Doran-Schild.
Und es reicht nicht. Wir nehmen noch ein paar Tränke mit. Komm, wir gehen jetzt erstmal auf ein bisschen sicher. Wir lassen ihn da out of Mana gehen. Okay, er hat jetzt auch nicht wirklich viel mehr kaufen können. Das ist ganz gut. Also es passt schon ganz gut, was wir da jetzt so haben. Damit können wir schon klarkommen. Vor allem haben wir hier relativ viel Damage auf dem Kuh. Wenn wir gleich die Ulti haben, wir haben natürlich die Ulti, diesen Ulti-Vorteil, dass unsere Ulti im Teamfight, also im Fight 1 gegen 1 ziemlich nützlich ist. Weil sie einfach effektiv Damage macht. Schon wieder dieser Frame-Drop. Ich werde natürlich versuchen, dass ich ihn hier unterm Tower bekomme. So, ich versuche da zurück zu harassen, so viel wie möglich. Ich habe da direkt einen Heiltrank reingeworfen. Und versuche seinen Mana da ein bisschen zu verschwenden, natürlich. Er versucht seinen Mana ein bisschen zu regulieren, dass er nicht zu viel benutzt. Da ist sein Schild jetzt gerade runter. Ja, ich habe gerade ein bisschen irgendwie zu kämpfen, dass die Frames so schlecht sind. Lol, das war schlecht. Da habe ich in sein Schild gebissen. Das war schlecht von mir. Und ich habe meinen Ignite dafür verschwendet. Wir sollten warten, dass wir Level 6 sind. Da sind wir Level 6. Werde mich jetzt ein bisschen raushalten. Ich habe alle Flasks gleich an. Und dann könnten wir versuchen, All-In zu gehen, weil er keinen Mana mehr hat. Das werden wir auch machen. Ich schmeiße da noch eine Flask rein. Und dann gucken wir uns das jetzt gleich mal an. Wir heilen uns ja jetzt hier noch ein bisschen raus. Und dann gucken wir gleich mal nochmal dabei. Jetzt ist er Level 6, aber er hat nicht so viel Mana. 100 Mana, damit kommt er nicht weit. Ich will, dass sein Schild weg ist. Wenn ich jetzt geknallt hätte. Lol, Flash haben wir gekriegt. Damage, schade. Er hat natürlich seine Ulti, damit wird er jetzt gleich zurückgesprungen. Komm, müssen wir drauf aufpassen. Schade, das war aber ganz gut. Also Ulti, 100 Sekunden haben wir die wieder. Sollten wir warten, dass wir die auch wieder bekommen. Wird natürlich jetzt aufpassen müssen, dass ich jetzt nicht in den Hinterhalt komme, weil er jetzt hier gleich runtergesprungen kommt. Ich hätte noch gerne ein bisschen Gold. So, ich werde jetzt in eine Base gehen, auch wenn das jetzt hier in seine Richtung pusht. Ich habe keinen Bock, durch eine Ulti von ihm zu sterben. Wir kaufen Damage und zwar genau hier Lifesteal. Ah, er hat die Ulti gar nicht benutzt. Ah, okay. So, wir müssen eben kurz warten, dass wir jetzt hier Mana wieder voll sind. Tränke haben wir noch genug so. Ja, das sollte reichen. 24 Sekunden haben wir die Ulti wieder, dann könnten wir es nochmal versuchen. Wir werden versuchen, ihn erstmal wieder out of Mana zu bekommen. Hat er sich mal Mana gekauft? Nein, hat er nicht. Er hat sich noch eine Dorans gekauft. Also mehr Leben, mehr Sustain. Eine Dorans-Klinge hätte ich auch zwei Stück kaufen können. Die sind im 1 gegen 1 ziemlich stark. Ja, es ist schon ganz gut, was er da gekauft hat. Wir haben unsere Ulti jetzt gleich wieder. Mana ist bei uns nicht ganz voll, aber 50 Mana, die da jetzt fehlen. Er geht natürlich jetzt ein bisschen auf Nummer sicher. Und wir leveln die Kuh nochmal. Schade ist, dass ich keine Möglichkeit habe. Lol, da habe ich schon wieder ein Schild gebissen. Da muss ich echt drauf aufpassen, dass ich nicht ins Schild beiße, dass ich lieber einen Auto-Attack auf das Schild gebe. So. In der Heiltrank. Lol. Denn irgendwie weiß ich nicht, was da jetzt gerade war. Auf jeden Fall bin ich da straight am Minion vorbeigelaufen. So, ich schmeiß da noch einen Heiltrank rein. Er hat keinen mehr. Mana hat er aber noch ziemlich viel. Lol, ich habe schon wieder ein Schild gebissen, ich Idiot. Lol, schön wieder raus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön von uns. Da haben wir das Ignite wieder gebaitet. Hauen da unsere Pötte rein. Ich hoffe nicht, dass er uns Tower diven wird mit seiner Ulti. Ah, gut, da haben wir zwei Jäger. Schön. Das war beabsichtigt von mir, dass wir da. Er hat keinen Flash. Bam. Nice, wir haben da unsere Summoners wieder gekriegt. Perfekt, er hat keinen Flash, er konnte nicht wegkommen. Das war ganz gut, dass ich da zwei Tower-Hits auf ihn gekriegt habe.
Dadurch, dass ich den Pillar, hier diesen Stein, diesen Pillar unter ihn gesetzt habe. Nice. Ich habe gerade einmal unseren W gelevelt, damit wir ein bisschen schneller sind, mehr Attack Speed haben. Schön. Also ich glaube, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich mich getowerdived mit, also ich hätte den Gegner mit meiner Ulti getowerdived als Pantheon. Man hat das Schild, das kann einen Hit abhalten. Wenn man den W dann macht, kriegt man das Schild sofort wieder. Das heißt, man kann zwei Tower-Hits damit abfangen. Also ich hätte, glaube ich, da getowerdived. Eben mal gucken, ob ich Smartcast, genau, ich habe die Smartcast immer auf der 2, damit ich da nicht klicken muss und das Ding sofort auf den Gegner fliegt. 20 Sekunden und so Ulti wieder, ziemlich gut. Level 11, weiß ich nicht, ob wir so lange warten müssen unbedingt. So, jetzt hat er sich gekauft. Er hat sich einen Brutalizer gekauft. Gut, wir haben keine Rüstung, also ist das gar nicht so. Natürlich, sein Damage ist ein bisschen höher jetzt, der Output. Nice. Schön. Nice. Perfekt, perfekt, nice. Da hat er 3, 4 Tower-Schüsse hat er da abgekriegt. Sehr, sehr gut. Ich brauchte da noch nicht mal mein Item zu aktivieren. Das war, würde ich jetzt sagen, outplayed, weil ich den Pillar ziemlich gut gesetzt habe. Da hat er erstmal das Schild wegbekommen, Tower-Hit abbekommen. Dann ist er auf mich draufgesprungen, hat natürlich sein Schild wieder gehabt. Hat aber dann Tower-Hit abbekommen, Schild war wieder weg. Ich konnte beißen, also das war, würde ich sagen, ziemlich gut geplayed mit Trundle hier. Trundle Reno. Alte Potsau. Attack Speed an, auf dem Tower knüppeln. Mana geben wir uns mal ein bisschen. Und wenn ich den Tower hab, gehe ich. Nehmen wir hier die Creeps noch mitkommen. Ich hätte die Creeps den Tower kaputt machen sollen. Lassen sollen. Aber ist okay so. Einkaufen gehen. Komm, wir gehen einkaufen. Und zwar kaufen wir uns jetzt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bräuchte noch ein bisschen Gold. Viel ja, ich kaufe mir die noch Tabis. Tabis, das reicht so. Zack, wir sind schneller und 10% Damage, 25 Armor. Nice, das ist auf jeden Fall ganz gut. Auch wenn er den, wenn er Armor Pen hat durch seinen Brutalizer, finde ich das schon gar nicht so schlecht. Die Tabis. Ansonsten gucken wir gleich mal, was wir kaufen können. Hätten jetzt Helds, wäre vielleicht auch ganz gut gewesen. So ein Giant Belt hätten wir uns auch kaufen können für 1000. Wäre vielleicht ein bisschen besser dahingehend, weil wir da, halt nicht das Problem mit dem Armor-Pen haben. Ulti haben wir wieder. Das könnten wir aber wahrscheinlich auf Level, auf unser Level warten. Ich muss unbedingt mir ein anderes Aufnahmeprogramm suchen, weil mittlerweile Fraps und LOL einfach sehr, sehr ruckelig ist von den Frame-Drops immer wieder. Also ich weiß auch nicht, warum ich so faul bin und da immer noch nicht geguckt habe, weil ich eigentlich sehr zufrieden bin mit Fraps. So, ich gehe ein Stück raus. Heiltrank rein, wir haben sein Ignite wieder. Das reicht mir erstmal. Ich habe meinen Ignite in 5 Sekunden. Und da können wir dann auch reingehen. Genau. Zack, da muss man ein bisschen warten, bis man seine Sachen hat. Da brauchen wir jetzt noch nicht mal warten, dass wir unsere Ulti haben. Aber die Frame Drops, die sind echt beschissen. Also ich muss mich jetzt echt überwinden, da das Programm zu kaufen. Neues, ein anderes. Damit wir das endlich mal fertig haben, dass das Geruckel weg ist. Und ich würde sagen, wir haben den da ganz gut outplayen können, den lieben Pantheon. Wir konnten damit hier, Farm her, sind wir gar nicht mal so gut unterwegs. Jetzt im Vergleich zu ihm hat er da mehr. Aber darauf kommt es nicht an. Er hat natürlich, wir haben natürlich passiv gespielt. Ich habe immer darauf geachtet, sowas wie zum Beispiel, dass er sein Ignite weg hat. Dass er diesen Vorteil vom Ignite verliert. Und so ein Scheiß einfach, das ist einfach, ja, danke Trundle, dass du hinter dem Creep herläufst und dadurch dann den Last Hit nicht bekomme. Lol. Ah, schon wieder ein Schild gebissen. Ah, er hält. Wenn ich jetzt er wäre, wäre ich aggressiv gegangen. Voll 100% aggressiv. Weil jetzt wäre ich gar nicht mal so sicher gewesen, ob ich da. Ich hatte Sachen, alle Sachen auf Cooldown. Wäre ich an seiner Stelle ein bisschen aggressiver gegangen. Ich brauche ein bisschen Gold noch. Ja, guck, da war schon wieder ein kleiner Frame-Drop. Das ist doch schon ein bisschen. Nein, ich habe meinen Bulk Ward jetzt gerade eben erst bekommen. Ich hätte noch eine Sekunde warten sollen, bis ich drauf gehe.
Weil dann hätte ich das gehabt. Schade. Trundle, unaufhaltsam hier. Wir brauchen mal Farm. Ich würde mir gerne nämlich Farge kaufen. Ich hasse den Troll auch. Der ist einfach viel zu stark. Also Trundle ist wirklich ziemlich stark. Aber ich wollte ihn mal ausprobieren. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht wirklich gespielt. Also ist das okay, ne? Fehlt uns noch ein bisschen Gold. Also die Wave brauche ich. Hallo! Ja, ich finde irgendwie der Troll, der läuft ein bisschen komisch. Und das liegt einfach daran, dass es ein bisschen am Ruckeln ist. Und was. Also es läuft zumindest ein bisschen schwammiger als sonst. So, ich gehe einkaufen. Wir haben da Pfage zusammen. Genau. 1, 3, 25. Kostet der Scheiß. Sind schneller. Attack Damage. Leben. Nice. Ich könnte jetzt hier was fertig kaufen, aber ich glaube, das Item ist ziemlich gut für uns. Das passt zu unserem Playstyle jetzt ziemlich gut. Deswegen kaufe ich das und die Ulti. Der hat die 70 Sekunden, aber das kommt mir vor, als wenn er die alle 30 Sekunden hätte, die Ulti. Naja, naja, naja. Ist zumindest ziemlich, ziemlich stark. Ich glaube, wenn er am Anfang uns da getowerdived hätte mit unserer Ulti, hätte er als 1-0 holen können, hätte ein bisschen farmen können, Tower holen können, dann hätte er uns wahrscheinlich gehabt. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier den... Ne, den hätte ich auf keinen Fall gekauft. Den Handschuh, den Razor Schnitzer, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Erstmal sein Schild natürlich wegmachen. Bevor ich wieder reinbeiße. Ist von mir jetzt gerade nicht gut, dass ich hier in den ganzen... Dass ich da in den ganzen Creeps das gemacht habe, weil die Creeps mir doch einiges an Damage gemacht haben. Toll. Das falsche Creep. Irgendwie mit Trundle komme ich nicht drauf klar, die Last Hits richtig anzuvisieren. So, da geht der schnell mal zum anderen, dass das gar nicht haben wollte. So. Ich könnte All-In versuchen. Ulti geht schon an. Not even close. Bisschen Farm holen können. Da sind schon wieder diese Ruck. Also das ist... Alter, ich bin echt ein faules Stück, dass ich mich da nicht drum gekümmert habe. Bis jetzt, dass ich da was Vernünftiges bekommen, weil das ist echt ärgerlich, mit solchen Frame-Drops die ganze Zeit spielen zu müssen. Vor allem für euch dann zugucken zu müssen, wie ich hierbei mit so Spacko-Frames rumspiele. Ah, okay, da brauchen wir nicht nochmal reingehen. So, zack, hauen hier mal ein bisschen den Tower down. Jetzt können wir auch schon rausgehen. Ah, die Range hat er doch noch bis dahin. So, aber für uns läuft es 4-0. Schlechter Farm, aber was soll das? Ein bisschen Mana reinwerfen hier noch. So, aber guck, da verhaue ich oft wirklich die Last Hits mit dem, weil er die so komisch anwählt. Wenn wir da jetzt Hydra oder so hätten, ah, da schon wieder Frame Drop. Blockt. Ey, das ist einfach die Ulti, die hat man doch nicht alle 70 Sekunden. Die hat man doch einfach durchgehend, das kann mir doch keiner erzählen. Dass man die nicht alle paar Sekunden hat, einfach. Naja, ist ein bisschen OP, der kranke Shit hier. Haben wir doch damit gut handeln können, dass er, sag ich mal, Reichweite hat und wir nichts hatten, wo wir mit Reichweite jetzt sein Schild runterkriegen konnten. Hat doch noch ganz gut funktioniert. Man muss wirklich darauf achten, bei Pantheon, dass man, den, zum Beispiel jetzt wie bei uns Trundle, der so einen verstärkten Auto-Attack hat, dass man da den nicht beim Schild benutzt. Ich habe keinen Mana mehr, ich gehe da raus. Und ich habe absolut gar keinen Mana mehr. Teleportieren uns einfach zurück. 1000, 2000 Gold, ja. 2, 3. Doran Schild kann ich verkaufen, das reicht aber dann noch nicht. Doch, Doran Schild, wenn wir das jetzt verkaufen, verkaufen die Heiltränke noch, warten da noch ein Sekündchen. Ja, es gibt gar nicht so viel, eine 100. Oh, scheiße, ey. Hatten wir Trinity zusammen. Ich weiß nicht, ob meine mit dem Troll kauft man das wahrscheinlich absolut nicht, aber mir hat das gefallen. So, jetzt können wir aber einkaufen gehen. Ah, ist schon zu Ende, 9 Sekunden. Ja, dann brauchen wir auch kein Trinity mehr kaufen. Also,
bedanke ich mich für diese Runde. Fand's richtig cool. War mal wieder seit längerem mal wieder ein 1 gegen 1. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Lust habt, dann guckt mal unten in die Videobeschreibung. Da steht drin, wie ihr an mich rankommt. Wenn du mein nächster Gegner sein willst und mir auf die Mütze geben willst, dann würde ich mich drüber freuen, wenn du das nächste Mal mein Gegner bist. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.